Lunix hatte mich gefragt, was ich jemanden raten würde, der Depressionen hat, was er machen kann und so. Und ich habe mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen. Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Ich habe überlegt, was könnte ich für einen Tipp geben. Aber ich glaube, ich bin da einfach der Falsche für. Wichtig ist, dass man sich Hilfe holt. Dass man sich Hilfe holt und versucht, die Krankheit zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht dieser Depression hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man etwas dagegen tun kann. Es gibt ja auch Medikamente, die helfen sehr. Ich habe auch Antidepressiva genommen. Die haben dann dafür gesorgt, dass die Gedanken ruhiger werden, dass nicht, ja, dass sich das alles ein bisschen beruhigt, dass ein bisschen klarer wird und so. Da haben mir die Medikamente schon geholfen, aber das muss dann auch jeder für sich selber wissen, ob er das überhaupt möchte. Ja, manche sagen, das ist gar nichts für mich. Muss jeder selber wissen halt, wie er mit umgeht. Und wenn man merkt, dass der Therapeut oder Arzt, Psychiater auch, wenn man die Chemie nicht stimmt, dass man sich nicht scheut, anderen zu suchen. Das ist auch ganz wichtig, jemanden zu finden, der davon Ahnung hat, ja, der nicht nur irgendwie einen Bären erzählt, sondern der professionell helfen kann. Das ist ganz entscheidend dafür, dass es auch eine Heilung eintritt. Ja, ich hatte Ärzte, sie haben Depressionen, hier das Medikament bis nächste Woche oder in einem Monat. Ich glaube, jeden Monat war das so. Bin ich wieder hin. Hier haben sie das Medikament. Wie läuft es denn damit? Geht es Ihnen schon besser? Ja, keine Ahnung, noch nichts gemerkt. Ja, hier nochmal das Medikament. Kommen Sie wieder bald. So, der sich gar nicht mit einem auseinandersetzt. Ja, was soll da groß passieren? Ja, das Wichtige ist auch bei einer Depression, dass man diese Möglichkeiten sieht, dass man selber etwas verändern kann durch sein Denken und so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei Depressionen. Und wenn man merkt, dass die Gedanken sich wirklich nur noch um den eigenen Tod drehen, ne, dass man so, wenn man spazieren geht, zum Beispiel denkt man sich, oh, da oben könnte ich gut runterfliegen, was würde ich denn dann anziehen und so. Und man merkt, dass auf einmal die ganzen Gedanken nur noch sich darum drehen, wie man sein Leben beenden könnte, dann ist wirklich gut, sich Hilfe zu holen. Und ja, vielleicht hilft auch einen anderen, sich jemand zu offenbaren, mit dem man eine gute Verbindung hat. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht nimmt das ein bisschen die Last weg. Und ganz wichtig ist auch die Erkenntnis, dass die Depression, das ist man nicht selbst, das ist eine Krankheit. Das ist wirklich eine Krankheit, ja. Weil in der Depression, wie soll ich es beschreiben, denkst du, du bist die Depression. Ja, das war früher wirklich krass. Das ist, du bist, du, das läuft automatisch ab. Du bist irgendwie, ja, wie ferngesteuert. Ich kann es nicht gut erklären, aber du bist irgendwann die Depression und so. Und dann siehst du gar keinen Ausweg mehr. Halt, dass man auch sieht, da gibt es einen Ausweg. So, das würde ich als Tipp sagen. Ansonsten kann ich da wirklich, das sollen professionelle Menschen machen, die sich da wirklich gut mit auskennen. Und ich glaube, das ist besser, ne? Bei Depressionen kann man ja auch wirklich sehr schwer Tipps geben, weil ich kenne das selber, wenn du depressiv bist, so, dann du siehst das alles ja gar nicht. Du siehst es alles nicht. Du siehst gute Dinge nicht mehr. Du siehst schöne Dinge nicht mehr. Du bist einfach in deinen Gedanken ganz woanders. Also wenn da jetzt jemand sagt, oh, die Welt ist aber schön, guck mal hier, wie schön das Feld ist, so erfreut das denn nicht deine Seele? Nein, bei Depressionen ist das leer. Du guckst es an und es ist bedeutungslos, egal was vor dir abläuft. Es ist alles hässlich und so dann. Ja, so war es jedenfalls bei mir. Deswegen ist es bei Depressionen ganz schwierig. Und deswegen der Rat, dass man wirklich zum Arzt geht, wenn man Depressionen hat. Also wenn jemand von euch merkt, irgendwie auch, dass er depressiv ist, auch das merkt man auch so, alltägliche Dinge, Spülmaschine ausräumen und so, das sind dann Hürden, ja, man denkt, man kann das nicht mehr schaffen. Das ist eine Riesenaufgabe. Am liebsten würde man morgens aufstehen und wieder schlafen gehen, weil man ist überfordert mit allem, ja, man fühlt so, dass man keine Kraft mehr hat, man ist kraftlos und so. Und ja, da wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, sich nicht schämen, das ist ganz wichtig, denn das läuft auch automatisch ab, wie bei den Ängsten halt, ja. Wenn ich in einer ängstlichen Situation bin, dann läuft es halt oft automatisch ab, ja. Das kann ich gar nicht mehr hinterfragen. So, dann bin ich in meiner Panik drin und sehe nicht andere Möglichkeiten. Und bei einer Depression ist das auch so, nur da ist es halt dann wirklich lebensgefährlich, ja, wenn es automatisch abläuft. Deswegen, wenn jemand Depression hat, sollte er sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Das wäre so mein Tipp, ja. Thank you.